Hallihallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Nach ein paar Tagen gibt's wieder eine. Ich dachte mir einfach, ja gut, es ist wirklich jetzt aktuell wieder so ein extremes Loch, wo nichts kommt, wo nichts Nennenswertes kommt. Und ich dachte mir einfach, jetzt hast du diesen 1050 gefunden, jetzt nimmst du ihn auch. Es handelt sich hier nicht um einen Mod-Klau, denn diese Version ist nicht riesig 5 Meter hoch, sondern diese Version ist im Vergleich zu einem neuen 36er exakt, ja, genauso groß, beziehungsweise vielleicht sogar 10 cm kleiner, was wieder auch ein bisschen wieder unrealistisch ist. Aber auf jeden Fall von der Größe her passt schon mal und ist nicht so überdimensioniert. Wir haben hier einen schönen 1050, das muss man mal anerkennen, Reifen, die mal neu sind. Die sind jetzt nicht ganz so top, die standardmäßig Continental, die teilweise jetzt bei neuen Mods drauf sind. Wie zum Beispiel beim Steyr 6230 CVT. Wir haben sehr schöne, können wir mal aussteigen, sehr schöne Felgen, tolle Reifen. Das ganze Grundmodell sieht auch top aus, bekommt von mir 5 Sterne, die Front bekommt von mir 5 Sterne. Wir können hier mal nochmal sehen, wie dick das Teil ist eigentlich vorne an der Motorhaube. Hier die Schrift finde ich nicht so sonderlich sehr gut, also 4 Sterne maximal, eher 3. Turbo bekommt hier auch 3, ansonsten sind die Texturen sehr schön. Was hier auffällt bei einem 1050er ist hier einfach bei der Mitte, bei der Kabine, im Kabinendach, diese Einschneidung hier. Das sieht, finde ich, richtig geil aus. Ja, Rundumleuchten, alles da. Spiegel, das sehen wir gleich im Spiel noch. Im Fahrzeug noch. Im Prinzip hinten passt auch alles. Dicke Reifen, die, finde ich, auch perfekt passen. Signaldinger, wir haben IC-Steuerung. Eigentlich vom Modell her kann ich mal sagen, 4 Sterne, 5 Sterne wären ein bisschen zu übertrieben. Wir machen mal die IC-Steuerung an. Wir können die linke Tür öffnen. Ihr seht schon auch im Spiegel, funktioniert einwandfrei. Und wir haben hier auch beide Spiegel. Wir haben ein Dachfenster. Das richtig geil aussieht, finde ich eigentlich, wenn man das aufmacht. Macht richtig Spaß, so zu fahren. Es sieht auch noch was aus. Wir haben funktionierende Rundumleuchten, wir haben funktionierende Blinker. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Die funktionieren auch top. Und was jetzt kommt, ist das Licht. Und das finde ich so ein kleines Highlight. Auch wenn es hier so ein bisschen, so teilweise verbuggt ist, sieht es frontal extrem geil aus. Und wenn vorne alle Lichter an sind, dann kann man einfach nur sagen, das sieht einfach Bombe aus. Wir haben noch zwei Funktionen, wir können die Fronthydraulikarme heben und senken, das ist im Prinzip überall Standard dabei und das Fenster können wir auch aufmachen. Ja, ansonsten würde ich den Mod mit 4 Sternen bewerten, ich hoffe, dass, also ich denke mal, das ist angemessen. Genau, wir machen dann kurz den Fahrtest, Motor ist auf jeden Fall in Ordnung, was mich wieder ein bisschen stört, ohne Drive Control würde es wahrscheinlich noch stärker driften, aber hier driftet er auch schon sehr stark. Das geht mir einfach nicht in die Birne rein, dass man da nicht sich um das Handling schaut, denn der fährt sich genau wie die 936er, der Großteil von denen, die nicht stark überarbeitet wurden, die haben einfach ein beschissenes, bescheidenes Handling. Die driften viel zu stark. Das muss man einfach anerkennen und deswegen gibt es auf jeden Fall mindestens einen Sternabzug. 4 Sterne sind hier noch, ja, 4 Sterne finde ich sind angemessen an sich, das Fahrverhalten Topwert würde ich ihn auch nur mit 4 Sternen geben, also er verdient, bekommt hier knapp 4 Sterne. Es ist an sich ein sehr schönes Modell, das ist im Prinzip das, was eigentlich aufstrahlen und was mich ein bisschen erfreuen lässt. Mod findet ihr in der Beschreibung auf mods2015.com. Das war's von mir, ich hoffe ihr testet den Mod mal und es handelt sich hier nicht um Mod, glaube ich gesagt, es ist ein eigens veränderter 1050er, die Schnauze wurde da vielleicht genommen, keine Ahnung, da kann ich euch nicht keine Details sagen, auf jeden Fall sieht er um einiges anders aus als dieser angebliche Modklau oder Modklau 1050er, den Carbon mal vorgestellt hat, deswegen könnt ihr hier, denke ich mal, bedenkenlos zugreifen. Okay, das war's, macht's gut, ciao!